In Zetau wird schon festlich geschmückt, denn da gibt es bald was Großes zu feiern. Der Kreissporttag des Kreissportbunds Mittelsachsen und seine vielfältigen Aktivitäten werden in unserer Sendung Megional auch ein Thema sein. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Wetteraussichten für die kommenden Tage. Das und noch mehr sehen Sie in den nächsten 20 Minuten, liebe Zuschauer, also bleiben Sie dran. Bis gleich. Regional werben bringt mehr. Sie suchen ein neues Mitglied in Ihrem Unternehmen, einen Kollegen, einen Teamplayer. Dann teilen Sie das doch mit. Wie? Ganz einfach, im Glück auf TV Jobfinder. Wir finden gemeinsam das fehlende Puzzleteil für Ihr Team. Ein Projekt vom Mittelerzgebirgsfernsehen und Kanal 9 Erzgebirge, der Glück auf TV Jobfinder. Ich begrüße Sie nun ganz herzlich an diesem Mittwochabend, den 15. Mai 2024. Hier ist Megional, die täglich aktuelle Sendung für den Kulturraum Erzgebirge und Mittelsachsen mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Der Monat Mai hat schon ganz schön Fahrt aufgenommen und die Festlichkeitssaison steht auch vor der Tür, wie zum Beispiel in Zetau. Der Ortsteil der sächsischen Gemeinde Mulda bereitet sich darauf vor, bald sein 700-jähriges Jubiläum zu feiern. Die Vorbereitungen von den Dorfbewohnern laufen bereits auf Hochtouren. Camilla Martin hat uns schon mal einige Impressionen davon mitgebracht. Die Einwohnerzahl von Zetau hat sich schlaghaft verdoppelt. Grund dafür ist dessen 700-jähriges Jubiläum, das von den Bewohnern mit einer Festwoche zelebriert werden soll. Das rund 6 Kilometer lange idyllische Erzgebirgsdorf birgt aber noch etwas anderes. In den Straßen, Einfahrten und Gärten haben die Einwohner unzählige selbstgebastelte Puppen aufgestellt, die es schon jetzt zu bestaunen gibt. Sie sind kunstvoll gestaltet aus Stoff, Holz und anderen Materialien und repräsentieren die Vielfalt des Dorflebens. Vom Handwerker bis zum Feuerwehrmann, von den jungen Kindern, die fröhlich spielen, bis zum alten Ehepaar ist alles dabei. Es lohnt sich mal, einen Blick vorbeizuwerfen und die kreativen Ideen zu bestaunen. Haben Sie schon mal was von der Kamera Obscura gehört? Die Kamera Obscura, auch Lochkamera genannt, ist ein Phänomen, das bereits seit der Antike bekannt ist. Sie basiert auf dem einfachen Prinzip der Lichtbrechung und ermöglicht es, ein auf den Kopf gestelltes Bild der Außenwelt auf einer ebenen Fläche im Inneren eines dunklen Raumes zu projizieren. Jährlich im Mai feiert Heinechen die Kamera mit einem bunten Kamerafest. Rund um die Kamera Obscura erwacht ein fröhliches Treiben. Auf andere von oben herabschauen soll man nicht, denn Heinechen ist es erlaubt und seit 4. Mai wieder möglich. An diesem Samstag wurde die Kamera Obscura-Saison gestartet, traditionell mit dem Kamerafest. Unser Schmuckstück gibt es schon seit 1883. Verstehen Sie mich überhaupt Deutsch? Ja, gut. Ja, wirklich? Ja, ja. Ich mit meinem Sächsisch? Wunderbar, freue ich mich. Ja, und zwar stand sie ursprünglich ebenerdig. Hinter der Wand, so ungefähr so 20 Meter von uns entfernt. Auf dem Bild, ja genau, über ihrem Kopf. So sah sie mal aus. Daneben noch ein kleiner Pavillon und war gedacht für die allgemeine Bevölkerung zur Belustigung und auch zur Bildung. Je nachdem, wie man das betrachtet. Und jeder hierher. Gleichzeitig wurde ein kleiner Park mit angepflanzt, was man natürlich nie beachtet hat, wenn man sowas macht, dass das bloß ein paar Jahre gut geht und irgendwann
schießt aber die Vegetation und es war ein Riesenproblem. Ja, und es kam dann nur noch nicht mehr die Bevölkerung, weil wenig zu sehen haben, es kamen mehr oder weniger nur noch die Studenten, weil das war ja hier das große Highlight. Ja, und da nun das Problem war mit der Sicht, hat man dann 1903 sich überlegt, das zu verändern und ist auf die Idee gekommen, die hierher zu setzen, in die Richtung und auf 5 Meter anzuheben. Und da war so, hat sie dann so ein Holzhäuschen gehabt oder ein Holztürmchen, das ist das Bild oben rechts, aber die Natur lacht über 5 Meter, denn jetzt stand nur 5 Meter, ein Baum 5 Meter im Nu drüber hinaus und es war wieder passiert und das bis zu den tiefsten DDR-Zeiten. Na, und der Kriegsfall war ja eigentlich die 800-Jahr-Feier. Es wurden die Betriebe gebeten, uns doch zu helfen und das haben sie auch gemacht. Alle waren so ganz rührig, haben Feierabendbrigaden gebildet und Material ist geflossen und das Türmchen hat sich geändert. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, das haben wir Heimscher Menschen hier 1883 schon bestanden können. Die haben das vorher auch arme Bevölkerung noch nie in ihrem Leben ein Bild gesehen. Und können sich sowas angucken. Ne? Mir gab es gar nicht, da haben wir es gedacht. Dann, ne? Und jetzt auch immer hier so schreiben. Könnte ja jeder hierher. Ne? War ja nicht verboten, also dass das nur Reiche oder was das ist. Sondern eigentlich jeder. Ja. Wahnsinn. Das ist die Stelle, wo es ursprünglich ebenerdig stand. Ne? Und das Gebäude kennen wir ja alle. Ne? Das ist ja immer sehr markant. Na, hier ist der Eingang in unserem schönen Park, wo ja heute auch ein bisschen was los ist. Ne? Auf dem Gelände rings um den Camera Obscura-Turm hatten Vereine und Einrichtungen der Gellertstadt ihre Zelte aufgeschlagen und boten den Festbesuchern ein buntes Mitmachprogramm an. Auf der Bühne hatte Zwini die Hütte auf, der zu denen die passende Musik lieferte. Es war zu einfach, zugegeben. Mit dem Hut und dem Haar. Und es wird nicht schwerer, es wird fast noch leichter jetzt. Wisst ihr, wer immer so schön tollen Hüte getragen hat? Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dum, dum. Was die Beköstigung betrifft, hatte der Ortsangelverein einiges in Sachen Fisch im Gepäck. Und die Mitglieder vom Jägerverband Heinichen Wildgulasch im Angebot. Die Kalorien loswerden konnte man beim Besteigen des Camera Obscura-Turmes mit der schönen Aussicht auf Heinichen. Bund Mittelsachsen weiß um die Bedeutung des Ehrenamtes für den Sport in der Region. Ohne die vielen engagierten Helfer wäre es nicht möglich, den vielfältigen Sportbetrieb in den Vereinen und Verbänden aufrechtzuerhalten. Cindy Hebert führte ein Gespräch mit dem Geschäftsführer über die Aktivitäten des Kreissportbundes. Ja, ich wünsche dem Kreissportverband Mittelsachsen alles, alles Gute zu ihrer Veranstaltung und drücke die Daumen, dass ihre Vereine in Zukunft auch in Sachsen groß herauskommen. Und mit diesen prominenten Grußworten heißen wir Sie heute herzlich willkommen hier vom Kreissportbund Mittelsachsen. Ich habe neben mir stehen den Benjamin Kahler, den Geschäftsführer, und wir haben einen besonderen Grund. Wieso sind wir heute hier? Ja, wir wollen heute nochmal über die Mitgliederversammlung, die ja gestern stattgefunden hat im Stadtpark Frankenberg, wollen wir uns nochmal unterhalten. Genau. Nun war das ja aber gar nicht so diese typische Mitgliederversammlung, wie es eigentlich sonst normalerweise jedes Jahr ist, sondern es war ja ein Kreissporttag. Was ist denn da dieser Unterschied? Genau, also letztendlich ist es unser Kreissporttag gewesen. Also keine, also doch, es ist eine Mitgliederversammlung, aber normalerweise haben wir einen Hauptausschuss, der nicht die Möglichkeit hat, einen Vorstand zu wählen. Und letztendlich ist ein Kreissporttag etwas Besonderes, weil er nur alle 4 Jahre stattfindet. Und alle 4 Jahre wird eben unser Vorstand gewählt. Und das ist auch gestern wieder geschehen. Was kam denn raus? Also wurde der alte Vorstand wiedergewählt oder gibt es da Veränderungen bei euch? Nee, wir können tatsächlich sagen, dass unser Vorstand von den Mitgliedern einstimmig bestätigt wurde. Das ist ein tolles Zeichen. Der Präsident Erik Braun hat gestern auch die Chance genutzt, auch nochmal die komplette Legislatur rückwirkend zu betrachten. Und das hat sehr, sehr gut wurde das angenommen. Und dementsprechend gab es nur einstimmige Stimmen für die jeweiligen Kandidaten, die letztendlich die Kandidaten unseres ehemaligen Vorstands auch wieder sind. Also sie wurden im Amt bestätigt. Wunderbar. Das heißt natürlich aber, ihr könnt mit eurer Arbeit weitermachen. Ihr habt natürlich auch einiges noch bevorstehen. Was steht denn so bevor? Ja, also
Schön ist es, dass man tatsächlich kontinuierlich jetzt weiterarbeiten kann im Ehrenamt, aber natürlich unsere Geschäftsstelle im Hauptamt arbeitet trotzdem auch weiterhin kontinuierlich. Es stehen jetzt viele Sachen an. Wir sind kurz vor den Sparkassen-Kreiskinder-Jugendspielen. Am 25. Mai werden wir diese in Mittweida eröffnen mit einer zentralen Eröffnungsveranstaltung, wo wir die Leichtathleten alle dabei haben, viel Laufkundschaft. Das freut uns vor allem, weil wir natürlich für eine zentrale Eröffnung viele Zuschauer wollen. Und das ist bei der Leichtathletik immer gegeben. Also konntet ihr im Prinzip gestern schon mal diese Vereine, die mit vor Ort waren, so ein bisschen darauf heiß machen, hey, kommt doch vorbei. Ja, wir konnten sehr heiß machen, aber was gestern vor allem auch wichtig war, neben der Wahl, wir haben unsere Finanzordnung angepasst. Und das Kreiskinder-Jugendspiele funktioniert natürlich nicht ohne Sportlerinnen und Sportler. Aber ganz wichtig, auch vor allem ehrenamtliche Helferinnen und natürlich die ehrenamtlichen Kampfrichterinnen und Kampfrichter. Und da haben wir gestern die Mitglieder haben gestern für die Veränderung der Finanzordnung gewotet gestimmt. Und einstimmig natürlich die Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Kampfrichterinnen und Kampfrichter für gut geheißen. Und jetzt ist es so, dass wir seit gestern eben die höheren Aufwandsentschädigungen an die Kampfrichterinnen und Kampfrichter zahlen. Das ist natürlich jetzt keine großen Beträge, wir sprechen von Aufwandsentschädigungen, aber es ist eine große Wertschätzung, den wir gegenüber unseren Kampfrichterinnen und Kampfrichtern stellen. Das werden wir letztendlich auch nicht nur mit dieser neuen Finanzordnung machen, wir haben auch eine Überraschung vor, wir werden allen Kampfrichterinnen und Kampfrichtern ein T-Shirt zukommen lassen, das gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, dem Sporthaus Haubold, Team Bro, sind wir dabei, jedem ein hochwertiges T-Shirt auch zu geben, damit da auch eine Erinnerung bleibt. Ist auch ein zentrales Zeichen der Wertschätzung. Da freuen wir uns. Das ist tatsächlich über die Förderung über das sächsische Ministerium des Inneren gegangen, also Ehrenamt stärken. Und das haben wir uns beim Wort genommen und wollen unsere Ehrenamtler stärken, hier vor Ort in Mittelsachsen. Ich glaube, im Leistungssport ist es natürlich so, dass jeder, der dabei ist, natürlich mit Leib und Seele das macht. Und ich denke aber, dass natürlich so eine Wertschätzung nochmal extra was Besonderes ist. Vielleicht kannst du nochmal erklären, ist es dann leicht, wirklich jemanden zu finden, der sich ehrenamtlich engagiert, oder ist das doch eher schwierig? Naja, du hattest es ja gerade gesagt, im Leistungssport ist es so, dass man sehr motiviert und so weiter ist. Das ist aus meiner Sicht auch im Breitensport so. Also gerade wenn man ehrenamtlicher Vorstand oder ehrenamtlicher Funktionsträger und das über Jahre ist, dann kann man das nicht ohne sozusagen großer Motivation schaffen, weil da sind auch viele Abstriche, die man haben muss. Also beruflicherseits, aber auch familiär. Man ist am Wochenende meistens auf dem Platz oder in der Halle und das muss natürlich dann auch die Familie und der Beruf mitmachen. Und da muss man sehr, sehr viel Engagement und sehr, sehr viel Herzblut auch reinstecken. Und das machen unsere Ehrenamtler auch alle. Nun habt ihr ja aber schon seit einigen Jahren jetzt ein tolles Projekt ins Leben gerufen, um auch weitere Ehrenamtler zu würdigen, sage ich mal. Wir sind seit letztem Jahr Teil davon und da sind wir natürlich sehr glücklich drüber. Kannst du noch mal erklären, was war dieses Projekt? Genau, also uns ist es wichtig, dass wir unsere sehr reichhaltige Vereinslandschaft, wir haben 391 Vereine, die wollen wir ein bisschen konkreter präsentieren und vor allem eben auch die Würdenträger darstellen, also die Vorstände, die Funktionsträger. Und da machen wir das ja nun schon eine Zeit lang, jetzt seit letztem Jahr auch mit euch, dass wir die drei Vereine mit den meisten Mitgliedern, die in diesem Jahr dann aufgelaufen sind, also die meisten dazu bekommen haben, die porträtieren wir. Und das gelingt euch auch immer schön, da haben wir immer drei schöne Filme, die letztendlich auch die Vereine dann im Nachgang nutzen können. Also das sollen die ruhig auf ihre Homepage stellen, gerne Social Media damit verwenden oder eben auch für ihre Mitgliederversammlung darstellen, weil es natürlich auch eine große Wertschätzung ihres Vereins gegenüber ist, aber natürlich auch den Leuten vor Ort, die da sozusagen in die Speichen greifen. Mehr vom Kreissportbund sehen Sie am kommenden Wochenende in der Sendung bei uns im Erzgebirge. Wir haben noch einen Hinweis für die Autofahrer. Denn morgen sind wieder verstärkt mit Verkehrskontrollen zu rechnen. In Drebach zum Beispiel in der Ortslage Wiltsch auf der Gehlenauer Straße S230. Da werden kostspielige Fotos festgehalten. Also wenn Sie ungeplante Ausgaben vermeiden wollen, dann sollten Sie sich da an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Das schont den Geldbeutel und vermeidet Ärger. Bevor wir uns gleich mit dem windigen Wetter beschäftigen, werfen wir noch einen Blick in die Polizeiberichte. Freiberg: Arbeitsgeräte und Stromkabel aus Fahrzeug gestohlen.
Mutmaßlich in der Nacht zu Montag haben Unbekannte eine Fensterscheibe eines auf einem Parkplatz in der Hainichener Straße abgestellten Citroën-Transporters eingeschlagen. In der Folge entwendeten die Täter von der Ladefläche des Fahrzeugs etwa 100 Meter Stromkabel sowie Arbeitsgeräte. Es entstand ein Stehl- und Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 4.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Augustusburg. Betrüger mit Schockanruf erfolgreich. Polizei sucht Zeugen. Die Polizei berichtete am Montag über drei Fälle sogenannter Schockanrufe. Dabei riefen Unbekannte bei Frauen aus Mittweida an und gaben sich als Polizisten aus. In den Gesprächen wurde den Angerufenen suggeriert, dass jeweils ein Angehöriger wegen eines schweren Unfalls, bei dem angeblich ein Mensch verletzt worden sei, durch die Polizei festgenommen wurde. Die Angerufenen erkannten den Betrug rechtzeitig und beendeten das Gespräch noch bevor eine Geldforderung gestellt wurde. Eine Seniorin in Augustusburg hatte weniger Glück. Bei ihr waren die Betrüger mit einem gleichgelagerten Anruf letztlich erfolgreich. Sie forderten die Frau im weiteren Gesprächsverlauf auf, einige tausend Euro Schadensersatz als Kaution für die Freilassung der vermeintlichen Tochter zu zahlen. Als die Geschädigte sich mit einem Anruf bei der Polizei zu den Gesamtumständen rückversichern wollte, gaukelten die Täter ihr vor, sie sei an eine Polizeidienststelle weiterverbunden worden und bestätigten den vermeintlichen Verkehrsunfall. Der Geldforderung kam die Seniorin letztendlich nach und übergab gegen 15.10 Uhr den fünfstelligen Betrag in der Frankenberger Straße nahe einer Tankstelle an einen unbekannten Mann. Der Täter wurde wie folgt beschrieben. Er sei 1,80 Meter groß, etwa 50 Jahre alt und habe ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet sei er mit einer dunklen Jacke gewesen. Nach der Geldübergabe habe sich der Mann offenbar mit einem Elektroroller in Richtung der unteren Schlossstraße entfernt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht und kann Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort des beschriebenen Täters machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0371 387 3448 bei der Chemnitzer Kriminalpolizei entgegengenommen. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier im Regionalwetterstudio. Mit dem Sonnenschein, den wir heute nochmal im Tagesverlauf genießen konnten, haben wir auch eine Vorahnung auf das, was morgen auf uns zukommt. Der Wind wird Regenwolken herantragen und wir sollten uns auf einen feuchten Donnerstag einstellen. Deswegen werden Regenschirme empfohlen, wenn Sie morgen das Haus verlassen. Doch bevor wir uns auf die kommenden Tage konzentrieren, werfen wir einen Blick auf die Bedingungen in den Abend- und Nachtstunden. Heute Abend sehen wir keine Wolken am Himmel und es bleibt überwiegend klar. So setzt sich auch die Nacht fort. Am Abend lesen wir am Thermometer Werte von 18 und 16 Grad ab und in der Nacht sinken die Temperaturen auf 10 und 12 Grad. Aus Südosten müssen wir uns in den höheren Lagen auf kräftige Böen einstellen, die uns mit Geschwindigkeiten bis zu 57 km pro Stunde erreichen können. Im Flachland, wie zum Beispiel um Freiberg rum, weht der Wind mit einer leichten Brise von 18 km pro Stunde. Für den morgigen Donnerstag kündigt sich ein Wetterumschwung an. Am Morgen bleibt die Wetterlage noch vergleichsweise ruhig mit anfänglichem Sonnenschein, der jedoch im Laufe des Vormittags von den Wolken verdrängt wird. Gegen Mittag verdichten sich die Wolken über unserem Sendegebiet und die Regenwahrscheinlichkeit liegt da bei 90%. Der Abend zeigt sich dann größtenteils bewölkt, begleitet von einem leichten Temperaturrückgang. Die Temperaturen liegen morgens zwischen 11 und 13 Grad und die Höchstwerte erreichen im Tagesverlauf 15 bis 17 Grad. Zudem sind wieder kräftige Böen zu erwarten mit Geschwindigkeiten von bis zu 72 km pro Stunde aus Südosten. Schauen wir uns die Prognosen für das Wochenfinale an. Die Wetterbedingungen am Donnerstag werden sich voraussichtlich auch am Freitag fortsetzen. Also wenn Sie früh das Haus verlassen, empfiehlt es sich doch, einen Schirm mitzunehmen, da im Laufe des Vormittags immer wieder mit leichten Regenschauern zu rechnen ist. Diese Wetterlage zieht sich auch in den Freitag hinein.
Die Temperaturen werden sich ebenfalls deutlich abkühlen. Die Höchstwerte liegen am Freitag zwischen 11 und 13 Grad, während die Tiefstwerte bei 10 und 9 Grad liegen werden. Zudem ist wieder mit Sturmböen aus östlicher Richtung zu rechnen, die Geschwindigkeiten von bis zu 81 km pro Stunde erreichen können. Am Samstag wird es eher nass und grau sein, jedoch beruhigt sich der Wind. Der Himmel bleibt im Laufe des Tages bedeckt und es sind immer wieder mit leichten Regenschauern zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und maximal 12 Grad. Der Wind hat nachgelassen und weht nun mit einer leichten Brise aus Südwesten. Liebe Zuschauer, es wird ungemütlich in den nächsten Tagen. Machen Sie sich also bereit, sich etwas wärmer anzuziehen, wenn Sie Ihre Pläne für Freitag und Samstag schmieden. Wir gehen morgen nochmal genauer auf das bevorstehende Wochenende ein und wechseln nun wieder zurück ins Regionalstudio. Meine Damen und Herren, das war's schon wieder mit Regional für den heutigen Abend. Wenn Sie die Sendung verpasst haben sollten, ist das natürlich kein Problem. Schauen Sie einfach in unserer Mediathek auf unserer Homepage www.glückauf.tv und www.mef-line.de oder auf unserem YouTube-Kanal Glück auf TV Mitte Erzgebirgsfernsehen noch einmal rein. Und übrigens für alle Zuschauer, die uns auf YouTube verfolgen, wir freuen uns sehr über ein Abo. So verpassen Sie auch keine Sendung mehr. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und später dann eine gute Nacht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn Sie morgen Abend wieder pünktlich in unsere Sendung Regional reinschalten. Machen Sie es gut, bis morgen.